Jeder vierte Pkw bekommt das begehrte Siegel nicht beim ersten Mal. Bei 18 Millionen TÜV-Plaketten jährlich sind das 4,5 Millionen Fahrzeuge. Das ist ein Mangel. Das ist sogar ein erheblicher Mangel. TÜV Hanse in Hamburg. Wenn Prüfer Thomas Tesarczyk seine Arbeit beginnt, sind Autofahrer aufgeregt. Das ist 21 Jahre alt, ne? Da kann ein bisschen was haben, ne? Ja, können wir mal zusammen das Licht prüfen? Am besten die Scheibe runter machen, dann brauchen wir nicht so schreien. 35% der Autos schwächeln bei der Lichtkontrolle. Abblendlicht, Fernlicht. Gut, die Nebelscheinwerfer. Schon in der ersten Minute ein Minuspunkt. Die Nebelscheinwerfer. Die helfen nicht wirklich, wenn man die im Nebel benutzt. Also, das sind mehr Orientierungspunkte. Die sind wahrscheinlich von innen feucht geworden und dann angerostet. Der ist ja auch kaputt hier, das Glas. Und hier sieht man auch, dass es alles verrostet ist. Ich muss gleich hier den. Diese Nebelscheinwerfer sind eigentlich nur für die Optik. Aber es ist ein geringer Mangel, wenn sie nicht funktionieren. Kommen noch mehr Mängel zusammen, gibt es eine Nachprüfung. Als Faustregel gilt: Also was dran ist, muss funktionieren. Das ist immer so. Ich meine, für die Nachprüfe könnte sie einfach abbauen und dann ist das Thema erledigt. Ne? Kann man Verdeckung bauen? Verdeck oder sowas? Ja, aber sie müssen trotzdem funktionieren. Ach so. Dann am besten abbauen. Oder neue anbauen. Oder neue einbauen. Genau. Okay, dann können wir mal die Plätze tauschen. Dankeschön. Danke. Ich will nicht. So ein 21 Jahre alter Suzuki Vitara hat Macken. Das ist das Blinkrelais, das ist ein bisschen von der Rolle hier. Ab und zu, so gesagt, so habe ich gesagt, ne? Die funktionieren nicht immer. So macht man ein bisschen Geräusche, aber Blinker, Blink. Also, solange der Blinker funktioniert, ist es in Ordnung. Und der hat ja funktioniert. Aber das Blinkrelais hat irgendwie eine kleine Macke. Dem nächsten Mangel ist der TÜV-Prüfer schon auf der Spur. Unter der Haube ein Bild des Grauens. Diese ganze Elektrik hier, das ist ja, hier ist ja überall Strom drauf. Ne? Und zum einen sind die Pole gar nicht richtig drauf. Und zum anderen müsste dieser Pluspol abgedeckt sein. Wenn jetzt die Frau mit ihrem Regenschirm kommt und den darauf schmeißt, dann gibt's Funken. Ich komme nicht so oft mit die Haube auf. Wenn Motor läuft, meine Lampe zeigt da gar nichts. Warum soll ich die Motorhaube aufmachen? Ne? Aber da gehört trotzdem eine Abdeckung drauf. Und das ist auch nicht so gut. Da gibt es so Gummimatten, die kann man hier drunter legen und dann bewegt sich das nicht mehr. Kann man nicht alles wissen, ne? Gut, wenn ich auch gucke, denke ich jetzt, okay, wenn man jetzt nicht Mechaniker und sowas, kann man nicht alles wissen. Und dann denk mal, Auto startet, Lampe sind aus, Motor läuft, ne? Die Batterie ist hin. Aber ist das jetzt so schlimm? Das ist ein Mangel. Das ist sogar ein erheblicher Mangel. Damit ist der kleine Offroader klar durchgefallen. Bundesweit gehen jährlich 9,4 Millionen Autos ohne Mängel durch. Dieser Wagen hingegen hat in fast jeder Prüfgruppe ein Problem. Ja, das ist ein bisschen viel. Also der Hebelweg ist deutlich zu weit hier. Das sollen immer so zwischen 3 bis 5 Zähne sein, aber da müsste es was nachgestellt werden. Wieder ein erheblicher Mangel. 200 Prüfpunkte gibt es. Der Suzuki kann also noch so manches Mal patzen. Wow, das ist interessant, ne? Was ist kaputt und wie und warum? Jetzt muss er sich nur darum Sorgen machen, dass wir nicht noch mehr finden. Ja, es sind schon ein paar Sachen dabei. Das sind einfach erhebliche Mängel, wie die Batterie zum Beispiel. Und damit muss alles andere natürlich auch abgestellt werden bis zur Wiedervorführung. Aber mal sehen, was dann noch so auf uns zukommt. Aber altes Auto. Nur das reparieren oder gleich verkaufen? Beides am besten. Viel wert ist der Vitara nicht mehr. Fragt sich, was Thomas Tesarczyk noch alles findet. Und ob sich eine Reparatur dann noch lohnt. Hier ist eine Halterung vom Auspuff ab und da hat er auch Löcher drin. Oh. Also der hat ja jetzt hier die Auspuffanlage ein bisschen verändert mit diesen
Sidepipes hier auf der linken und rechten Seite. Und dadurch wird diese ganze Rohrgeschichte ja deutlich länger. Und hier ist einmal eine Halterung abgerissen. Da ist auch ein Loch drin. Man kann das auch schon hören, wenn der Motor läuft, dass da irgendwo was undicht ist in der Abgasanlage. Das heißt natürlich, die Abgasuntersuchung besteht da so auch nicht. Und Öl verliert der Wagen auch noch ein bisschen. So deprimierend hatte sich der Autofahrer die TÜV-Prüfung nicht vorgestellt. Bisschen schade, aber bringt das Spaß, Sommer mit Cabrio fahren, ne? Aber wenn geht nicht, dann geht nicht. Muss andere gucken. Ist ja noch kein Sommer. Ja. Bis dahin. Und das dauert noch. Dann vielleicht können wir bis Sommer was reparieren. Ab jetzt gelten 4 Wochen Nachprüffrist. Nicht viel Zeit, um zu entscheiden, was mit dem Suzuki geschehen soll. Ja, auf jeden Fall habe ich Mitleid mit ihm, aber es nützt ja nichts. Die Mängel sind ja da. Und die kann man ja nur nicht wegreden. Also da muss er noch mal ran. Der TÜV Süd, zu dem der TÜV Hanse gehört, prüft jährlich 5 Millionen Autos. Davon erhalten 5.000 den Todesstoß und werden stillgelegt. Davor hat dieser Opel-Fahrer noch keine Angst. Ich gehe von aus, bei einem Auto von 5 Jahren, dass der mängellos ist, also ziemlich oder wenig Mängel hat. 20% der Autos offenbaren ihre Mängel erst, wenn Thomas Kisarczyk unter dem Wagen ist. So wie der Causa. Es sieht übel aus. Ja, der hat Ölverlust hier, der Motor. Aber man kann jetzt natürlich so schlecht sehen, wo es herkommt. Das kommt wohl vom letzten Ölwechsel. Ich war gerade vor 2 Wochen beim Ölwechsel gewesen. Da haben sie wohl vom Filter irgendwas runterlaufen lassen oder irgendwas, ne? Kann das sein? Also ich würde immer auf den Wellenring tippen hier von der Hand. Von der Antriebswelle, von der Riemenscheibe hier. Darüber hinwegsehen kann der TÜV-Prüfer nicht. Es ist zwar ein geringer Mangel, der aber dringend abgestellt werden muss. Das ist zu viel. Also da sollte er schon was machen. Denn das wird ja nicht besser. Das wird eher mehr. Und wenn er hier mehr Ölverlust dann nachher hat, da kann man sich dann schnell mal den Motor mit kaputt machen, wenn man das nicht im Auge behält. Ich meine, gut, so erheblich ist es nun auch nicht, dass wir ihn deswegen gleich aus dem Verkehr ziehen. Aber er kriegt ja zur Auflage, als geringer Mangel, den Motorölverlust abstellen zu lassen. Dafür ist er selber verantwortlich. Und das muss er auch machen. Dafür trägt der Fahrer die Verantwortung, muss aber nicht zur Nachprüfung. Mit dem Öl, das dürfte nicht sein, normalerweise nach 5 Jahren und 44.000 Kilometer Leistung, ist das in meinen Augen ein bisschen zu früh. Wenn er jetzt 200.000 runter, 150, wäre er in Ordnung, aber nicht bei 40.000. Wenn das der Kurbelwellendichtring ist, dann wird das bestimmt eine etwas teurere Geschichte. Ja, man muss hier erstmal hinfahren, Kostenvoranschlag holen und so weiter. Und dann kann man ja sehen, was er da macht. Oder das Ding einstampfen lassen. Man weiß das nicht. Das Softwareprogramm hat konkrete Vorstellungen von der Mängeldiagnose. Allerdings hat Thomas Tesarczyk eine Art Mitspracherecht. Also das Computerprogramm gibt mir eine Vorgabe. Und sagt zum Beispiel bei bestimmten Sachen, das ist ein erheblicher Mangel. Aber da ich ja die entsprechende Ausbildung habe und mir den Mangel dann angucke und das auch beurteilen kann, kann ich sagen, okay, das ist ein geringer Mangel. Ich muss es natürlich vertreten können. Seit 23 Jahren ist Thomas Tesarczyk beim TÜV. Und er weiß, wie begehrt die kleine Plakette ist. Trotz Ölleck gibt es das Prüfsiegel, aber mit der Auflage, sich schnell um den Mangel zu kümmern. Alles klar, jo, danke schön. Okay. Und dann bis in 2 Jahren. Jo. Gute Fahrt. 100.000 Wagen checkt der TÜV Hanse jährlich in Hamburg. Davon sind 24% jünger als 5 Jahre. Alte Modelle, die aber noch rüstig sind, gehören nicht zwangsläufig auf den Schrott. Der wird zu wenig gefahren. Und beim letzten Mal TÜV vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren war es her, weil ich zu spät war, war da so begeistert, wie toll der noch im Schuss ist, der Wagen. Deswegen bin ich doch ganz locker. Die ersten 5 Minuten meistert der Golf 2 bravourös. Aber wie viele andere scheitert auch er bei der Beleuchtung. Diese Leuchtweitenregulierung, das funktioniert auf der linken Seite nicht. Das ist schlecht. Die muss funktionieren. Ja, wenn ich normal hinkommen muss, wäre das schon ärgerlich. Ja. Und ich sehe das nicht als so einen großen Mangel an. Okay, ich kann mich nicht erinnern, was beim vorigen Mal, dass das überhaupt einer kontrolliert hätte. Das habe ich noch nie gesehen. Wenn ich jetzt zulade, ich nehme nur mal 3 Personen mit, dann blende ich den Gegenverkehr und kann die Scheinwerfer nicht runterregulieren. Und dafür ist ja gerade diese Leuchtweitenregulierung gedacht. Elektrisch gemacht oder wie funktioniert das? Ja, die ist elektrisch. Ja,
Ja, dann muss ich zum Bosch Fritzen und der macht mir das schnell. Die Siegeslaune ist getrübt. Thomas Tesarczyk fängt gerade erst an zu prüfen. Und findet auch schon den nächsten Mangel. Ja, zum einen ist das Radlagerspiel hier merklich zu groß. Das kann man merken, wenn man das Rad so kippelt. Weil der darf eigentlich kein Spiel haben, jedenfalls kein fühlbares Spiel. Aber man merkt das hier ganz deutlich. Das kann man aber einstellen. Und zum anderen ist hier vom Stoßdämpfer der Anschlagpuffer abgerissen, hier oben. Und da müsste man einen neuen Puffer reinbauen. Hier ist sogar noch ein bisschen mehr. Der Golf Baujahr 91 hat wohl doch Ermüdungserscheinungen. Das mag der Besitzer kaum glauben. Ja, mit gutem Willen, aber eigentlich eher nicht. Das ist alles nicht gravierend da. Das ist beeinträchtigt keinesfalls die Verkehrssicherheit überhaupt nicht. Und darauf kommt es an. Wenn da zu viel Spiel ist, das belastet die Radlager unwahrscheinlich. Und im schlimmsten Fall kann das ausglühen. Und dann verabschiedet sich die Welle bzw. der Achsstummel. Das kann wirklich wegbrennen im Grunde genommen. Das verschweißt total. Also das ist schon nicht so gut. Ein gravierender Mangel, der die TÜV-Plakette gefährdet. Das heißt also, Sie geben mir das Pickel nicht, oder was? Noch nicht. Noch nicht? Nee. Vielleicht beim nächsten Mal. Was heißt beim nächsten Mal? Wenn zur Nachprüfung. Also Sie müssen auf jeden Fall noch mal wiederkommen. Aha. Aber ja. Sie geben mir eine Mängelliste mit. Sicher. Ja, okay. Ärgerlich, denn von unten ist der Wagen gut in Schuss. Aber es geht ja nicht nur um die Plakette, sondern zuallererst um die eigene Sicherheit. Die Radlager, das wird man irgendwann mal hören. Und dann, wenn man na gut, dann macht man das. Nee, wenn das, man merkt das auch selber, wenn es zu doll ist. Aber ja. Das, ich merke das noch nicht. Nur wenn man es hört, ist es schon zu spät. Dann sind die Lager meistens schon kaputt. Die Leuchtweitenregulierung muss funktionieren, sonst blendet man den Gegenverkehr. Als einfache Faustformel gilt: Das sind ja in der Regel sind immer drei Stufen. Wenn Sie alleine fahren auf 0, nehmen Sie eine Person mit, stellen Sie auf 1, bei zwei Personen auf 2, bei drei Personen auf 3. Und höher geht's nicht, dann ist die Lichteinstellung am tiefsten. Aber man denkt daran. Das weiß aber kein Mensch. Es bleibt dabei, die Plakette gibt es nicht. Ich dachte, das wäre ein Aufwaschen, aber das war leider nicht. Gut. Ist eben so bei so alten Autos. Muss man mit rechnen. Habe ich zwar nicht mit gerechnet, gebe ich zu, weil das Ding viel zu wenig benutzt wird, aber naja, Verschleiß. 8046. 8046? Ja. Ist auch nicht umsonst. Ein Hundi alles insgesamt. Die Nachprüfung kostet 15 €. Aber auch dann gibt es die Plakette nur, wenn alles in